So, Freunde, sind wir schon mal gut. Ja, wir sind heute auf der Wellnessmesse. Und zwar, hier gibt es gute klassische Shiatsu-Massage. Und zwar von der Firma. Klassische Shiatsu-Massage, selbstverständlich. Also, wir sind ein altes, traditionelles Haus. Unser Haus gibt es seit 18 Jahren. Ich war der Erste, der die Thai-Massage nach Wien geholt hat. Und zwar die Thai-Massage ohne Erotik. Bei uns gibt es keine Happy Ends oder Sachen. Meine Leute arbeiten ausschließlich traditionell und sind viele, viele Jahre bei mir, sind sehr erfahren und deswegen kommen wir auch sehr gut an. Ja, das ist wichtig. Und Sie befinden sich, habe ich gehört, da in unmittelbarer Nähe, was für mich schon wieder sehr interessant ist, weil ich brauche ja das eh dauernd. Nur glaube ich, wenn ich mich da jetzt auf die Rehe lege, komme ich nie wieder in die Höhe. Da braucht es einen Kran. Aber viel besser wie in die Höhe. Sie springen wie eine Flumme. Ja, aber wahrscheinlich, wenn man was wehtut, noch mehr wie sonst. Nein. Nein. Die sind sehr, sehr gut. Also wir sind Spezialisten auf muskuläre Dinge, wenn sie Nervenprobleme haben, also Nerven eingezwickt haben und so. Die sind wirklich gut, meine Leute. Die haben viele Jahre Erfahrung und Praxis. Also es ist nicht so wie bei anderen Instituten, wo Leute sehr kurzfristig am Wochenende Massage lernen und das dann praktizieren. Also meine Leute haben alle ein Diplom. Wir sind sicherlich eines der besten Häuser, wenn nicht das Beste, wenn es um Thai Nuad geht in Wien. Leute, jetzt sind wir bei der Firma 123 Infrarot EU. Das ist gleich die www-Adresse. Der Herr Göllner will uns jetzt über seine Produkte was erzählen. Bitte, Herr Göllner. Infrarot ist eine Tiefenwärme. In Infrarotkabine kann man schwitzen, ohne den Körper zu belasten. Und vor allem, die Wärme dringt tief in die Muskulatur ein. Sehr wenig Stromverbrauch, das heißt, ich habe bei zwei Personen 1600 Watt. Und vor allem die Schnelligkeit. Ich drücke auf den Knopf und habe 10 Minuten gewünschte Wärme. Es kann vom kleinsten Kind bis zum ältesten Mensch jeder rein, da der Körper nicht belastet wird. Und man kann es überall aufstellen. Und ganz geringer Stromverbrauch, mache ich mal eine Sitzung von einer halben Stunde, habe ich ca. 25 Cent noch verbraucht. Ein Raumverbrauch von ca. Quadratmeter? Ab einem Quadratmeter und natürlich, wir sind Hersteller, das heißt, wir bauen alles selbst, auch Dachschräge, Einbaute, nach eigenen Kundenwünsche. Man kann das so gestalten. Also spezielle genau. Anforderungen sind kein Problem. Design, Größe, Dachschräge, wie man das haben möchte. Sehr gut. Und übliche Frage, Preis, Verfügbarkeit, kann man von 2.500 nach oben, wie immer, keine Grenzen gesetzt, ja. Je nach Geschmack. Und was ziemlich neu ist, ist ein Zole-Verdampfer, was mittlerweile auch in die Infrarotkabine integriert wird. Das ist wie eine Salzgrotte. Kann ich natürlich auch anstatt Salzkräuter, ich kann ätherische Öle aufgüssen wie in der Sauna. Das ist ein Zubehörteil, das kann man in jede Infrarotkabine auch nachträglich. Ja. Wir stehen jetzt mit der Frau Monika an ihren Stand von Aronia und sie wird uns gleich was. Nein? Landstraße. Du siehst, es kommt davon, wenn ich nichts weiß. Ja. Sie sind im Sonnentor in der Landstraße. Ja, genau. Bezirk, ne? Genau. Und jetzt dazu ist mir gleich, was Sie da alles anbieten. Zum Beispiel, was ich noch gleich mal sagen kann, ist der Gewürzadventkalender. Der ist ganz neu seit heuer. Da sind im 24 verschiedene Gewürze drinnen. Auch gibt es einen Tee-Adventkalender mit 24 verschiedenen Tees. So haben wir auch noch diverse Tees da. Oder Keksal gibt's, ein paar Gummibärchen, auch verschiedene Kissen, zum Beispiel die Zirbenkissen, die sind auch sehr beliebt, die sorgen für einen tieferen Schlaf. Sollte die meiner Frau mitnehmen, weil die hupft immer in der Früh aus dem Bett, weil die weiter schlafen will. Aber gut. Ich sehe gerade Wien-Landstraße. Genau. Der ja, genau, von der ja, Landstraße. Genau. Und Sonnentor.com im Internet, www.sonnentor.com, da findet man alle ihre ganzen Produkte. Genau. Die Preise, wie ich sehe, sind durchaus im erträglichen Bereich. Ja. Von 4 Euro, was weiß ich, 40, wenn ich genau schaue, bis 18 Euro oder so. Ja. Ja, das ist aber dann schon das Erste, was ich momentan sehe. Ja, das ist halt qualitativ wirklich sehr hochwertige Produkte. Es ist biologisch, ja, aus natürlichem Anbau. Das ist kein Schreckmehr eigentlich. Nicht. Ja, Regionalität wird natürlich auch geschaut. Es kommt aus Österreich. Wir haben natürlich auch grüne Tees, schwarze Tees oder... Die kommen nicht aus Österreich. Genau, die was halt in Österreich nicht wachsen. Aber es ist halt alles unter strengen Auflagen und gut kontrolliert.
Wunderbar, danke dir für das Interview und fürs Gespräch. Ja, danke auch. Also wir reden da von Sprossen, von lebendiger Nahrung. Sprossen sind das einzige Lebensmittel, was lebendig auf den Teller kommt. Wir machen sie da drinnen, die Sprossen, und zwar, man braucht ein gutes Saatgut. Wir haben über 30 verschiedene Sorten. Ich erkläre es einmal über die Sprosse vom Alfalfa. Ich gebe da 1,5 Spruch, 2 Esslöffel vom Alfalfa-Samen rein, tue so viel Wasser drauf, lass das über Nacht stehen, schüttel das Wasser am nächsten Tag weg, die Samen legen sie auf der Seite auf, so wie da drinnen. Die Samen, Alfalfa ist was? Alfalfa ist Luzerne, ist ein Kleeort. Danke. Und gibt Power-Energie, er geht sofort ins Blut. Ist nach 5 Tagen fertig, da ist diese Manna so voll mit frischen Sprossen. Ich tue die Sprossen in der Früh und am Abend spülen, das heißt, ich lasse da Wasser reinrinnen, halt dazu, diese Bewegung 6-7 Mal, gieße das Wasser wieder weg. Die Samen, also die Sprossen wachsen da drinnen schön, kriegen eine grüne Farbe, es gibt da drinnen keinen Schimmel, keine Pilze, keine Bakterien. Wunderbar. Und was wird dann daraus gemacht? Ja, was kann man machen mit Sprossen? Man kann es auf den Salat geben, man kann es beim Frühstück schon essen, auf Brote drauf, in Smoothies reingeben. Wir haben über 30 verschiedene Sorten und jede Sorte kann man zu verschiedenen Gerichten dazugeben. Das heißt, am besten ist es, man tut es in einer Tupperschüssel oder in einer frische Dose hinein, stellt 6 bis 8 verschiedene Sorten auf den Tisch hin und jeder nimmt heraus, was er mag. Ich habe auch ein Kochbuch geschrieben über Sprossen, das kann ich dir auch gleich sagen. Und zwar, wir haben da über 60 einfache Rezepte drinnen, wie man die Sprossen zieht, die Beschreibung dazu, wozu man sie verwenden kann. Meine 30-jährige Sprossenerfahrung ist da drinnen und es sind Sprossen, also Ideen zum Nachkochen. Für Rohköstler, für Vegetarier, Veganer, aber auch für Fleisch- und Fischesser. Also die Sprosse gehört eigentlich zu jeder Nahrung, bei jeder Mahlzeit dazu. Dann habe ich alle Vitamine und Nährstoffe, was ich für eine Vitalität für meinen Körper brauche. Birkengold, natürlich ohne Zucker, Zucker süß. Na ja, gut, der Herr Holzer wird uns jetzt genau seine Produkte vorstellen, weil da sehe ich ja da Vanillekiefer, Vanillegold, alles mögliche. Einmal, es ist ein Zuckerersatzstoff aus der Birkenrinde. Der schaut aus wie Zucker, schmeckt wie Zucker, ist aber kein Zucker. Man kann ihn auch 1:1 so verwenden. Er hat 40% weniger Kalorien als Zucker, ist für Diabetiker geeignet und hält die Zähne gesund, hat eine antibakterielle Wirkung und deswegen gibt es ihn auch in Zahncremen und Kaugummis. Und ja, man kann damit 1:1 backen, wie man vielleicht nachher dann sieht bei den Produkten. Ja, das ist eigentlich schon wieder alles. Und jeder weiß normalerweise, dass der Zucker dem Körper meistens nichts Gutes tut. Und hier kann man in die Volkskrankheit mehr oder weniger Nummer 1, gibt es einen netten Umweg, um das zu umgehen. Wie erhalte ich Ihre Produkte, beziehungsweise wo? Grundsätzlich gibt es die Produkte in Reformhäusern und Bioläden. Und sonst gibt es auf unserer Homepage www.birkengold.at, gibt es genauso, gibt es ab 20 Euro, ist versandkostenfrei, also ist überhaupt kein Problem. Also, man kann es also im Internet bestellen und man kann es in gut sortierten Bio- und Reformsachen, also Shops, erwerben. Gut. Naja, gut. Gibt es sonst noch was hinzuzufügen? War sehr kurz, aber okay. Auf unserer Homepage gibt es noch Rezepte und sonstige Informationen, wenn man sich mehr dafür interessiert. Und grundsätzlich vielleicht als Nebeninformation noch, also Birkengold ist 100% Xylit, das ist die chemische Bezeichnung dafür. Und ja, wenn man sich dann mehr informieren will, ist auch für Diabetiker eben geeignet. Ja. Dann danke ich Ihnen sehr für die Information. Danke. Herr Holzer, danke.